einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute entscheiden 11 Bundesliga-Packs mein FIFA 23-Team. Das heißt, wir haben hier 11 Stück von diesen Bundesliga-Match-Attacks und von jedem Pack dürfen wir einen Spieler in unser Team packen. Wenn euch dieses Video gefällt, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Können wir das gleiche nochmal mit Champions League-Karten machen sollen? Schreibt es in die Kommentare, dann mache ich es vielleicht auch nochmal mit Champions League-Karten. Bei 7777 Likes machen wir das gleiche nochmal mit Champions League-Karten. Wenn ihr mir Pakete schicken wollt, die ich aufmache im Stream an meinem Geburtstag, dann schickt diese Pakete an diese Adresse hier, die hier magisch aufgekreuzt ist. Wow! Hamed Anit Rohrbachweg 2. Boah, die Adresse. Und dann öffne ich die am 6. April. Aber die müsst ihr jetzt abschicken, damit das früh genug ankommt. Alle, die danach ankommen, werden dann nicht an dem Geburtstag geöffnet. Und wir gehen rein in ein neues Team. Ich habe ein neues Team gebaut. Und wir haben 10 Bundesliga-Packs. Das heißt, 10 Spieler für die Startaufstellung aus der Bundesliga. Und 2 internationale Packs, die entscheiden, wie unsere Bank aussieht. Es kann gut sein, dass diese internationalen Packs besser sind. Deswegen, bitte gib mir eine gute Bank. Gib mir eine gute Bank! Och, Mann. Ist ja eine ganze Mannschaft, das zählt nicht. Paris! Aber das können wir nicht zählen lassen. Ein seltener Spieler. Oh, shit! Giant Lewandowski! Yes, baby! Oh, sogar selten, nice! Es kann schon kaum wer Besseres drin sein. Gonzalo Nichago, Bakayoko, Kevin Prince Boateng und Theo Hernandez. Und wir nehmen natürlich Lewandowski, baby! Als ersten Auswechselspieler. Guter Start. Robert Lewandowski ist der Erste auf der Bank. Okay, machen wir weiter. Zweiter Auswechselspieler ist in diesem Pack. Wieder Paris! Digga, die geben immer extra direkt doppelt, Mann! Oh, ist das Tomori? Tomori! Fikayo Tomori! Fikayo! Oh, Eder Militao! Digga, das ist ein guter Verteidiger-Pick. Harry Maguire! Yeah! Harry Maguire! Und Joe Maeni! Alter! Digga, das ist ein gutes Pack. Also kranke Spieler drin. Also, ich würde sagen, entweder Elia Militao oder Tomori. Eder, welche Base-Karte ist besser? Ich glaube, Tomori ist besser, oder? Digga, ich hole Harry Maguire unter der Bedingung, dass jetzt jeder Harry Maguire schreibt. Und nicht einer was anderes. Dann hole ich Harry Maguire. Jeder muss Harry Maguire schreiben. Dann würde ich ihn holen. Aber jeder. Harry Maguire, Maguire. Digga, es hat wirklich jeder Harry Maguire geschrieben. Geiler Auswechselspieler. Auf die Bank kommt noch Escobar. Oh, Hyun, Gyu, G, Nase, McDonald und Hussein. Das Team fängt sehr, sehr gut an. Jetzt kommen wir in die Startaufstellung. Aber nur 11 von diesen Packs. Das heißt, eine Position wird am Ende frei sein. Und ich sage euch am Ende, womit wir sie füllen werden. Fangen wir an mit dem ersten Bundesliga-Pack. Egal, was hier drin ist, wir können es benutzen. Ist jetzt nicht so, dass wir einen Stürmer nehmen müssen. Ist egal was, Hauptsache was Gutes. Wer ist das? Wer soll das sein? Oh, Werder Bremen. Ist es nicht zweite Liga? Buchanan, Lee. Und dahinter? Ach, Digga, irgendein Schalke-Spieler oder so. Freiburg. Oh, hey, immerhin ein Torwart. Fleckenreiniger. Den können wir zur Not benutzen. So, dann haben wir hier noch... Oh, Frimpong. Das ist die beste Karte bisher. Goretzka! Oh mein Gott! Digga, es kann nicht besser werden. Goretzkas Big W. Okay, die kenne ich alle nicht. Smolovic. Reezy. Schalke-Spieler. Goretzka hat dieses Pack gerettet. Goretzka, komm in mein Team. Und jetzt machen wir weiter mit dem zweiten Pack. Das riecht gut. Das riecht wie so neue Bücher. Oh mein Gott! Jude Bellingham! Oh, doch nicht! Reyna! Okay, wir machen weiter. Was ist das denn? Kaki. Och, Mano. Okay, Reyna ist bisher der Beste. Würde ich aber ungern. In FIFA ist er nicht so gut. Ljubic. Holtmann. Digga. Ey, Mann. Brikalo. Hört sich an wie ein Pokémon. Brikalo. Müll. Scherhand. Ich kenne nicht einen einzigen von denen. Wer ist Burke? Bitte. Wer sind diese Leute? Das specialigste Special-Card-Ding, was ich jemals gesehen habe. Oh, wer ist das? Brian Griffin. Bino Gittens. Oh, Mann, Bruder. Mann.
Okay, ich glaube, der Beste war wirklich Hoffmann. Leider hatten wir keinen Torwart in diesem Pick, sonst hätte ich gesagt, lass uns einfach den Torwart nehmen, aber wir hatten keinen. Unser RM ist gekauft. Hoffmann, er kann sogar auf links. Sieht gut aus. War doch nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Wir kommen zum dritten Pack. Oh, RB Leipzig, Halstenberg. Ist okay, guter Verteidiger. Andrić. Was ist das? Jordan Sibacho. Eine Frau? Jan Sommer! Oh mein Gott! Oh, das könnte der Beste sein. Ich behalte Jan Sommer schon mal. Boré, nervt nicht. Schalke-Spieler kann direkt weg. Oh! Leverkusen-Zeichen. Aber wir werden aus diesem Pack auf jeden Fall Jan Sommer nehmen. Wir sind jetzt beim dritten Spieler angekommen und es ist so gut. Weil Jan Sommer ist so ein guter Torwart. Und damit haben wir die Torwartposition schon mal abgedeckt. Das heißt, wir brauchen 100% kein Torwart mehr. Und ein guter Link für Goretzka, aber es werden eh nur Bundesligaspieler sein. Deswegen haben wir eh volle Chemie. Boom, boom, los geht's. Oh, oh, Lucas Hernandez, das ist stark. Das könnte schon direkt unser Pick sein. Umut, okay, Oxford. Ich glaube, es ist wirklich Ding. Ich glaube, es ist Lucas Hernandez. Es wird schwer zu übertreffen. Was ist das denn, Digga? Magdeburg? Oh! Oder Mats Hummels. Mats Hummels im echten Leben natürlich krass, aber in FIFA absoluter Dünnschiss. Und deswegen wird Lucas Hernandez unser Ding. Das sieht gut aus, das Team. Für ein Bundesliga-Team ist das stark. Oh mein Gott, Paderborn-Spieler, lol. Oh, Yusuf Poulsen ist gut. Der Beste bisher. Leveling, Dorf, Boyd. Alario, Argentino, vamos, Canal. Muslia, von Paderborn. Füllkrug, Kevin to the Prince Boateng, King of Berlin. Okay. Und Hübner. Ah, Kampel. Ist okay. Diaby ist stark. Diaby nehme ich. Der könnte es sein. Der könnte der Pick von dem Pack sein. Janko. Van de Van. Otuma Potuma. Nee. Darida, nee. Oh, das ist ein Lied von Zoom King, oder? Darida? Sven Michel! Mein Bruder! Den kenne ich nicht. Sieht aber cool aus. Und Augsburg-Logo. Auch wenn es nur eine Silberkarte ist, nehme ich die Silberkarte mit Stolz, denn er hat meinen Jubel gemacht. Justin, blend es ein. Vatos Locos, Kanal! Vatos Locos! 3, 2, 1. Oh! Reus! Reus ist stark. Digga, was ist das für eine Kacke? Ah, irgendein unnötiger Spieler. Wieder ein unnötiger Spieler. Pichler. Kambodscha. Oh. Selke. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nkunku! Nkunku! Let's go! Nkunku, mein Bruder! Und boom! Nkunku wird in den Sturm gepackt. So sieht unser Team bisher aus. Wir können Nkunku sogar ins Mittelfeld packen, falls wir es wollen, aber ich will ihn gerade im Sturm. Okay, wir machen jetzt weiter mit einem Durchschnitt-Pack. Und dafür machen wir es, knicken wir es einmal in der Mitte und machen damit alle Karten kaputt. Ich habe vergessen, Boateng zu holen. Boateng muss noch geholt werden. Und boom, Boateng mit seiner Special-Karte auch geholt. Und damit ist die Innenverteidigung voll. Okay, das ist jetzt zwar ein bisschen komisch, weil die anders geknickt sind, aber egal. Tabsoba, Kimmich! Nein! Kimmich kaputt gemacht. Der juckt nicht. Makoto Azebe. Jenkson. Verhoeven. Conde, Little TJ und FC Union Zeichen. Wir haben Kimmich getötet. Kimmich ist der nächste Spieler in unserem Team. Okay. Und auch Kimmich ist im Team. Damit haben wir sehr, 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 sehr viele Bayern-Spieler im Team. Okay, wir haben nur noch zwei Packs, die wir öffnen werden. Wir brauchen unbedingt noch Mittelfeldspieler und Leute auf der linken Seite. Gib mir Leute für die linke Seite. Gib mir Leute für die linke Seite. Orban ist Innenverteidiger. Ist okay. Ich glaube, Lucas Hernandez kann links spielen. Schon wieder dieser Hubner. Center, Arnold, Thuram, Geis, Gruev, Kruse, lol, Max Kruse. Wer ist das? Den kenne ich nicht. Dominic Kor und?
Wir nehmen meinen Bitter Willi Orban, Cousin. Komm rein in das Team und packen Hernandez nach links und packen in Innenverteidigung Vilerius Orbanius. Und boom, er ist im Team. Und jetzt fehlen nur noch zwei Spieler. Aber wir haben nur noch ein Pack. Das öffnen wir und gucken, ob wir ein MM, ein ZM oder ein LM bekommen können. Das wäre das Wichtigste. Ach, scheiß drauf. Wer ist das? Ah, Digga, ich weiß nicht, wie die Karten zeigen sollen. Danilo Suarez kenne ich nicht. Jonas Hector, okay. Warte mal, der deutsche Nationalmannschaft, oder? Schon gib mir ein LM. Palacios Argentino, Canal. Kingsley! Kingsley Coman, das ist es, das muss es sein. Es kann keinen besseren als Kingsley geben. Da ist irgendwer runtergefallen. Ah, er war Müll. Niederlachner, Rida. Oh, yes. Kingsley Coman, Baby. Und boom, Kingsley ist drinne. Und das ist unser Bundesliga-Team. Und jetzt fehlt nur noch ein einziger Spieler, und zwar dieser ZM hier. Der wird aber nicht ein Bundesligaspieler sein, sondern ein Icon-Pack. Pick, wo man drei Icons bekommen kann, also sich zwischen drei Icons entscheiden darf. Und eine von diesen Icons kommt in unser Team. Einer von drei 88 plus Icons. Oh, shit. Nein. Oh, ich hab's geöffnet. Roberto Carlos! Das ist gut! 88er Carlos! Ich hab's aus Versehen geöffnet. Let's go! Das hier ist unser fertiges 11 Packs, entscheidet unser Bundesliga-Team. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr das nochmal sehen wollt. Mit Champions League-Dings.